Wir sind heute unterwegs als Dampfzug Sonderfahrt auf Dresden-Riesa, hier in unserer LMS Jubilee Class, in einem Szenario vom lieben Oliver. Das Szenario gibt es in der Videobeschreibung und wir setzen uns mal in den Führerstand. Oh, ist das laut? Ist das laut? Okay, Richtungswende einmal auf 75 vorwärts. Wir lösen schon mal die Bremse, den großen Auswerfer vollständig geöffnet, bis sich hier die Vakuumanzeige auf 21 füllt. 21 Inches auf dem Mercury. Also 21 Inches auf dem Planeten Merkur. Das ist jetzt der Fall. Dementsprechend großer Auswerfer geschlossen, der kleine bleibt geöffnet. Dann müssen wir uns noch Lichter dranhängen. Machen wir es, wie es in Deutschland üblich wäre. Dreimal weiß vorne, zweimal rot hinten. Okay. Bremse ist soweit gelöst. Dann können wir Leistung geben. Ja, wobei. Haben wir den Sandsteuer noch vorne. So. Schön, wie das hier so in der Bahnhofshalle rumdampft, ne? Okay, Fenster einmal geöffnet. Dann müssen wir uns eigentlich hier auf diese Seite setzen, weil wir hier in Deutschland unterwegs sind. Okay, den Regler einmal geschlossen, dann den Richtungswender ein bisschen zurück auf ungefähr 50. Lampe können wir uns anknipsen. Obligatorischerweise die Dachlüftung öffnen. Und Leistung dazugeben. Was wir machen können, ist einmal hier noch die Zylinderhähne schließen. So. Und einmal hoch auf die 80. Ich würde sagen, ich glaube 80, 90 ist auch vermutlich die Vmax unseres Zuges. Wir fahren hier ohne PZB rum, ist natürlich klar. Theoretisch dürften wir dann nicht schneller als 50 fahren. Aber wir tun jetzt mal so, als hätten wir eine PZB. So, 2 Kilometer, dann halten wir in Neustadt. Also wie gesagt, Szenario gibt es im Creators Club. Kann man sich dort runterladen. So, einmal die Leistung zurück. Ich weiß gar nicht, ob der automatische, doch, ja, der automatische Schaltsatz ist aktiviert. So, wir müssen langsam bremsen. Ankündigung auf 70.
So, und hier vorne ist auch schon Neustadt. Gehen wir hier auf die Seite. Und ziehen die Bremse an. Sehr gut, Tür links auf. Hervorragend. Okay. Einmal hier den großen Auswerfer wieder öffnen. Oh, achso, wir können die Türen schon wieder zumachen. Machen wir auch. Großer Auswerfer schließen. Bremse ist gelöst. Vorne sanden. 75 vorwärts. Zylinderhähne sind geöffnet. Und auf geht's. Das ist übrigens eine Mod, der veränderte Sound vom Horn. Okay, einmal zurück mit dem Regler, Richtungswender zurück. Zylinderhähne schließen. Einmal auf die Seite und wir können wieder den Regler hochschieben. Signal ist grün. Ab hier dürfen wir sogar 100 fahren. Und ab hier 130, 120. Ich weiß leider nicht so genau, wie viele Luftklappen hier sind. Ich muss halt immer wieder das Hut einblenden, weil ich sonst nicht weiß, wie schnell die fahren. Das ist halt echt nicht so ideal gelöst. Aber was soll man machen? Hier war ja damals einfach kein Geschwindigkeitsmesser eingebaut, kein Tachometer. So, ich würde sagen, wir bleiben mal so bei den 80 ungefähr. Lassen wir aber den Kessel wieder ansteigen. Das sieht man ja hier, der ist recht. Oder hier sieht man es auch.
sobald hier die Nadel diesen roten Strich überschreitet, gehen die Sicherheitsventile an. Hochradebeutel Post in 2 Kilometern. Noch. Und dann müssen wir auch schon halten. Ist auch hier interessant, das Ventilatorventil wird hier praktisch dann automatisch betrieben vom Heizer. Und wir müssen gleich mal uns vorbereiten zu bremsen. Die Sicherheitsventile gehen schon an. Oh, das wird nicht ganz passen. Ah. Ja gut, hier. Eine Tür. Ist schon okay. Das soll so. Okay, Türen können wir schon wieder schließen. Okay, großen Auswerfer schließen, Sander vorne aktiv, kleiner Auswerfer geöffnet, Richtungswende auf 75% und los geht's. Okay, dann einmal zurück auf ungefähr 50%. Und Zylinderhähne schließen. Und dann halten wir ihn kostlich. Volle Kraft voraus. Oder wurde ja besser gesagt, Volldampf. Das finde ich auch richtig schön gemacht, sodass man dass hier noch der Dampf so schön erhellt wird, erleuchtet wird. Das ist zwar jetzt von den Wagen, das ist zwar jetzt nicht ganz realistisch, dass die Wagen den Dampf so erleuchten würden, aber an sich, dass der Dampf praktisch auch überhaupt auf Lichtquellen reagiert, sieht man hier ganz schön, wo sich hier die Farbe verändert. Das finde ich eigentlich unglaublich cool gemacht. Können wir auch sehen, wenn wir hier über Lichtquellen, glaube ich, fahren. Ja.
so im Dunkeln, wenn man nicht ganz erkennt, dass es eine englische Dampflok ist, könnte man fast schon denken, ja, ein deutscher Dampfsonderzug. So, und wir halten in Coswig im 6. Meter. Positionieren wir uns mal irgendwo am Streckenrand. Ja, okay, es ist recht dunkel hier überall. Ich sehe. Wir müssen uns irgendwo hin positionieren, wo es ein bisschen heller ist. Mal gucken. Dann können wir mal eine Vorbeifahrt auch genießen. Das sieht aus wie ein Bahnsteig. Okay, Signale sind noch grün. Ja, also so richtig hell wird es nirgendwo. Ach, guck mal doch hier. Hier ist ein Bahnsteig. Hier können wir uns hinstellen. Jawohl. Und einmal eine Vorbeifahrt genießen. Dauert jetzt natürlich ein ganzes Stück. Da ist er auch schon. Hey! Da hat man auch sehr schön übrigens den Doppler-Effekt gehört. Ne? Oh, auch nicht schlecht. Also einmal Leistung runter, dass wir mal den Kesseldruck wieder ansteigen. Hier unser automatischer Heizer sollte mal wieder ein bisschen heizen. So, 120. Ich finde das Horn richtig. Es ist der Wahnsinn, ne? Es klingt so gut. So, wir haben halt zu erwarten. Wir würden jetzt auf PZB wachsam drücken, ist klar. Dann wird es hier einmal Zugbeeinflussung sagen. Oder einfach nur vor sich herpiepen. Vorne müssen wir schon anhalten, das ist nämlich kostlich. Auch hier übrigens ordentlich KI-Verkehr verbaut, finde ich auf jeden Fall sehr schön. Der Bahnsteig ist links. Mal
mal gucken, dass wir diesmal nicht übers Ziel hinausschießen. Sicherheitsventil wird gleich angehen. Ordentlich KI-Verkehr, ne? Perfekt. Oder? Also besser geht's nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Eine gute 112, die hier rumsteht, fährt nach Großenhain. Genau. Hier eine 146. Die fährt nach Dresden Hauptbahnhof. Eine 182. Die steht hier einfach nur. Okay, Türen links zu. Einmal den großen Auswerfer öffnen. Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung 75%. Zylinderhähne öffnen. Achso, Vakuumbremse muss natürlich gelöst werden. Sonst funktioniert das nicht. Okay, großen Auswerfer schließen. Dann wird es gelöst und ja, dann würde ich sagen, einmal volle Kraft aus. Wir haben noch Halt zu erwarten. Auch nicht laut hat. Sind wir die Weiche jetzt gerade aus? Dann würde ich sagen, einmal Leistung zurück, Richtungswende auf 50% in etwa und wieder Regler öffnen. Ich weiß gar nicht, ob wir den Regler dafür schließen müssen. Ich glaube nicht. Achso, der Sander ist, glaube ich, die ganze Zeit jetzt an, ne? Ja. So, können wir jetzt ausmachen. Davon kann ich echt nicht genug bekommen, ne? So, ab da vorne gelten, glaube ich, 60. Dann halten wir als allerletztes in Meißen. Oder? Müssen wir noch. Ah ne, wir müssen noch zum Meißen Altstadt und Triebestal. Einmal über die Weiche. Das ist praktisch der Abzweig in Richtung Meißen hier. Hier geht es in Richtung Riesa auf den Gleisen und hier geht es dann nach Meißen. So, 70 dürfen wir fahren. Auch schön hier die Kanne mit dem Kaffee oder dem Tee, warum auch immer. Richtig schön heiß. K3
kann auch hier die Lampen ausmachen, aber das sehen wir das gar nichts. So, und wir dürfen 100 fahren. An dieser Stelle Verzeihung, falls ich irgendwelche Zusammenhänge falsch erklärt habe. Ich bin natürlich absolut kein Experte. Dementsprechend weiß ich nicht so viel über das Dampflokfahren. Also unsere Lämpchen vorne bringen halt auch wirklich gar nichts, ne? Oh, wir sind viel zu schnell. Ich lasse mal ein bisschen rollen, dann können wir auch ein bisschen wieder den Dampf den Kessel pro Quadrat-Inch wieder aufbauen. Ach, das Fenster lässt sich hier auch öffnen. Sehr cool. In 3 Kilometern dürfen wir 60 fahren. Aber gut, da müssen wir sowieso anhalten in Meißen. Okay, das müsste die 60er Ankündigung sein. Ja, das ist auch. So, die bremsen ein bisschen. Es dauert natürlich etwas, bis die Vakuumbremsen anlegen. Nicht die effizienteste und effektivste Art zu bremsen, übrigens Vakuumbremsen, gibt es dementsprechend wirklich kaum noch. Also in Realität sowieso nahezu gar nicht mehr, jetzt heutzutage. Aber die ein oder anderen Museumsfahrzeuge sind sicherlich noch vakuumgebremst. So, da vorne ist auch schon Meißen. Ich glaube, das ist ein recht kurzer Bahnsteig von so einem Zug, oder?
Genau. Türen links auf. Der fährt nach Dresden. Okay, dann Türen zu, Bremse lösen, großen Auswerfer öffnen, Zylinder, oh, die waren die ganze Zeit geöffnet, ah, nicht gut. Das Signal zeigt Fahrt mit 60. Großen Auswerfer schließen. Richtungswende auf 75 vorwärts und auf geht's. Na, müssen wir mal den Sander noch bemühen. Sagen, wir bleiben jetzt erstmal auch in der Außenkamera und fahren mal wirklich ganz gemütlich hier an der Altstadt vorbei und genießen mal dieses Bild hier. Ist das nicht schön? Einfach herrlich. Wir müssen natürlich die Signale im Bild behalten. Wir haben nämlich Halt zu erwarten. Und zwar hinter Meißen Altstadt. Es lohnt sich gar nicht, die Leistung aufzuschalten, mache ich jetzt auch gar nicht. Vorbei. Und wir legen die Bremse an. Türen links auf. Das Signal ist rot. Auf Signalwechsel warten. Okay. Da ist ein Zug. Wenn das so ist, dann stehen wir einmal auf und wir müssen sowieso auf den Zug warten. Uns einmal ein bisschen hier am Bahnsteig um.
Also hier ist nichts. Ja, es muss nicht immer Mallorca sein. Man kann auch irgendwelche Gebäude in Meißen abbrennen. Liebe Grüße an den Kegelclub aus Münster. Okay, so. Was machen die denn alle hier? Stehen die hier so? Okay, hier kann ich nicht runter. Als ob es hier am Bahnsteig nichts zu erkunden gibt. Steigen wir mal nach. Wir passen gar nicht komplett drauf, ne? Na gut, wir hätten tatsächlich noch ein paar Meter weiter vorfahren können. Steigen wir mal hier in die Wagen ein. Ist hier eigentlich irgendwas an den Wagen noch interaktiv? Weiß ich gar nicht. Also das ist dann praktisch zweite Klasse. Wobei das ehrlicherweise für heutige Verhältnisse vermutlich noch die Luxusklasse ist. Hier sitzt jemand immerhin. Das ist dann so das... ja, hier werden dann die gefährlichen Tiertransporte... sind vonstatten gegangen, die historisch bekannten. Das ist natürlich Quatsch. Hallo. Ups. Oh. Verdammt. Komm ich hier rein? Nee. Die Käfigtür wieder zu. Hier die Handbremse. Ja, gemütlich, ne? Hier können wir auch die Vakuumbremse betätigen. Nee, das Notventil anscheinend. Tür lässt sich öffnen. Fenster lässt sich öffnen. Gibt es hier noch irgendwas? Lichtschalter. Ah. Wagenbeleuchtung. Ein. Aus. Ein. Was ist das? Irgendwelche Schalter. Oh. Also, wo ist denn nun der Gegenzug? Ich kann die Strecke gar nicht erkennen. Da ist irgendwo hier so. Also ich weiß nicht, für wie viel Uhr der eingestellt ist zu fahren, aber offensichtlich viel zu spät. Von daher. Würde ich sagen, beenden wir schon an dieser Stelle die Fahrt. Ich danke euch fürs Zusehen. Schreibt mir gerne, wie ihr sowas findet, solche Szenarien. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute.